Stopp! Na, was ist? Komm! Du bist wieder dabei. Darf doch nicht wahr sein. Okay, du Schlampe. Ich mach dich fertig. Ich mach dein Leben hier zur Hölle, bis du auf den Knien zurück in das Kaff kriegst, aus dem du gekommen bist. Hast du ernsthaft geglaubt, du kommst mit dieser Kasper-Nummer durch? Ansgar! Och. Oh je. Überkleckert? Nee. Oh. Ich mach das sofort weg. Ja, wunderbar. Jetzt können wir die seltene Seide vergessen. Ich hoffe, wir haben davon noch was im Stofflager. Ja, ja. Also hoffe ich auch. Hast du die Pressemappe für mich? Hä? Ja, für unsere Fashion Show, die Pressemappe. Ach so, ja, ja, hab ich. Falsche Mappe. Stofflager. Oh Mann, Dieter, ich kann doch auch nicht zaubern. Ich habe mit Mühe und Not die Löhne und die Kreditraten zahlen können. Aber im Moment gibt's einfach nichts zu tun, ja. Ich hoffe nicht für lange. Komm, lass uns später darüber reden, ja? Tschüss. Hey! Ach, das ist auch gefallen. Hoppala. Na, wie war's in Monte? Monte Carlo, ja? Schön. Tristan hatte echt ziemliches Glück. Naja, es war eng, aber zum Schluss hat sich das Blatt gewendet. Kaum zu glauben, Glück im Spiel und in der Liebe. Und, hast du hier alles geregelt mit Brandnerbau? Ja, ich konnte die Löhne zahlen. Jetzt ist halt Akquise angesagt. Aber es läuft. Danke nochmal, Bella. Und auch dir, Tristan. Ich habe damit nichts zu tun. Das Geld hat Bella ganz alleine zusammengezockt. Ich hoffe, du versemmelst es nicht. Das werde ich schon nicht. Bis dann. Willst du nicht aufschließen? Irgendwas ist doch falsch hier. Was meinst du? Die war so ernst und still. Ich glaube, er hat immer noch nicht verarbeitet, dass du zu mir gehörst. Komm. Ansgar! Scheiße. Thank you.
passiert. Kontrolle über den Wagen verloren. Ist mit dem Wagen die Ölfässer reingerauscht. Das hat wohl eine Explosion gegeben. Sauerstoff, Ambobeutel, EKG, Zugang. Da kommt doch durch, oder? Oder? Wir tun, was wir können. Gleich wieder. Ja? Wenn Ansgar keine Dummheiten macht. Mensch, Ansgar, wieso meldest du dich nicht? Ui. Wir bringen ihn in St. Vinzenz. Billige Schlampe. Ich weiß gar nicht, was du dich so aufregst. Du hast doch Emilio abgeschossen. Ja, zum Glück. Erst vögelt er meine Cousine und dann holt er sich so eine blonde WG-Matratze. Früher stand er mal Frauen mit Niveau. Ach ja, und warum hat er dann dich geheiratet? Das war dann wohl ein Ausrutscher. Du hast Juri gebumst, also tu mal nicht so unschuldig. Und das alles nur, weil du dich an Emilio rächen wolltest. So viel zum Thema Niveau. Wenn du das in der Firma erzählst, bist du sowas von tot. Ein Wort von mir. Und mein Vater schmeißt dich schneller raus, als du alleinerziehend und arbeitslos sagen kannst. Ach, willst du noch drohen? Gott, bist du arm. War Juri besoffen, notgeil oder beides, als er dich rangelassen hat? Das Gleiche könnte ich dich bei Emilio fragen. Emilio? Nee. Der brauchte einfach nur mal jemanden, der ihn wirklich versteht. Was machst du denn hier? Ich sag keinem was. Versprochen. Es ist mir eigentlich relativ egal. Du bist sowieso im Arsch. Hey, Dieter. Was machst du denn hier? Es geht so nicht, Andi. So geht es nicht. Hör zu, ich weiß, ich mache mir selber die ganze Zeit einen Kopf, wie ich einen Überbrückungsauftrag besorgen kann. Aber im Moment, bis dahin müsst ihr halt klarkommen. Ich komme aber nicht klar. Ich kann nicht einen Monat pausieren. Die Raten fürs Haus laufen. Meine Tochter braucht eine Zahnspange. Hey, Dieter, was machst du denn hier? Das fragst du vielleicht lieber mal ihn. Unter Arno Brandner wäre das nicht passiert. So eine Scheiße. Andi, was ist hier los? Nichts, was dir Sorgen machen müsste. Komm, Dieter ist der entspannteste Mensch, den ich kenne. Wenn der hier so aufschlägt, dann ist doch was. Verdammt noch mal, er hat recht. Arno, wäre sowas nicht passiert. Ich hab's einfach versaut. Bella, ich glaube, ich hab's versaut. Ich häng fest. Also das mit Kim und Juri, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber so. Weißt du, wer das alles ausgelöst hat? Ich.
weil ich mit Emilio geschlafen habe. Du solltest dir nicht immer die alleinige Schuld für alles geben. Außerdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Kim das Ganze nur erfunden hat. Echt? Ja, ich kenne sie jetzt schon ein bisschen länger. Und die schläft nicht mit irgendeinem Typen, nur um sich zu rächen. Das ist ausgeschlossen. Ich hätte doch von ihr verschwinden sollen. Die beiden lieben sich. Ich bin mir sicher, die kriegen das wieder hin. Ehrlich, dann wird alles entspannter, auch zwischen Kim und dir. Das hoffe ich doch. Jetzt verliere ich noch meinen Job. Was, weil ihr Vater dich rausschmeißen könnte? Das hat er doch schon mal probiert und das hat nicht geklappt. Nee, weil Kim hat heute... Ist auch egal. Nicht so wichtig. Jedenfalls, Juri denkt, dass ich komplett neben der Spur bin. Also bin ich auch. Wegen Kim und Emilio? Auch. Aber vor allen Dingen muss ich mal an den Kuss denken. Mit deinem Geld konnte ich gerade mal die Baustelle räumen. Ein paar Maschinen einlagern. Kredite zurückzahlen. Na gut, ein paar Löhne konnte ich auch auszahlen. Aber jetzt sind wir nun mal in so einem Loch. Okay, also die Leute haben 2 Monate nichts zu tun. Ja, ich würde sie ja sogar gerne für dieses Nichtstun bezahlen, aber ich kann nicht. Naja, du brauchst halt einfach einen Auftrag zur Überbrückung. Den hätte ich sogar an der Angel. Es gibt so eine Ausschreibung für den Ausbau eines Hotels. Das wäre ein Riesending und Brandner Bau könnte den sogar kriegen. Ja, aber das ist doch super. Ja, das wär's, aber ich müsste in Vorleistung gehen, Material und so. Ich müsste sogar Leute einstellen. Und wovon? Ich verstehe. Was ist mit Dieter? Dieter hat Schiss. Aber nicht nur der. Über 60% der Firma hat Familie. Ich meine, warum bin ich auch an diese blöde Balkan-Disco gegangen? Dann hätte ich ihn nicht geküsst, dann müsste ich jetzt nicht die ganze Zeit daran denken und vor allem wüsste Juri nicht, was mit mir los ist. Hat er dich darauf angesprochen? Nein. Gott. Nee, sowas macht er nicht. Aber jedes Mal, wenn er mich so anguckt, so, weißt du, dann weiß ich, dass er denkt, dass ich an den Kuss denke. Und dann weiß er, dass ich weiß, dass ich in ihn verliebt bin. Weißt du? Also ich finde, du gehst ein bisschen zu verkopft an die Sache ran. Ihr habt doch beide schon so ein paar Slivovitz getrunken. Hm? Bin mir sicher, Juri denkt da überhaupt nicht mehr drüber nach. Hm. Außerdem bist du bestimmt nicht die erste Frau, die ihn in so einer Situation küssen wollte. Nein, das hilft mir jetzt nicht sehr. Och, Martha. Ja, nee, schon gut. Was ich damit meine, die Dinge, die für dich jetzt irgendwie total peinlich sind, sind für andere schon längst abgehakt. Du solltest das nicht so überdramatisieren. Danke. Guck mal, zum Beispiel die Sache mit dem Kleid, als dir das geplatzt ist und du in Unterwäsche vor allen möglichen Leuten da standst. Da zieht dich doch heute auch keiner mehr mit auf. Ich wünschte, Arno wäre hier und könnte mir sagen, was ich tun soll. Also ich glaube, zuerst mal würde er sagen, du sollst dich beruhigen, weil sonst findest du sowieso keine Lösung. Okay. Und was machst du jetzt? Ich werde ein paar alte Auftraggeber anrufen und fragen, ob es noch irgendwo was zu tun gibt. Ich meine, so ein paar kleine Aufträge hier und da mit dem vorhandenen Material, was ich noch habe, das würde uns doch weiterhelfen. Ein Versuch ist es wert. Es wird nur schwierig werden, dass es nicht rüberkommt wie ein Bettelanruf. Soll ich dir helfen, oder? Nein, nein, lass mal, das ist mein Job, okay? Okay, verstehe. Wirklich, Bella. Misch dich da diesmal nicht ein. Ich will nicht, dass du jetzt wieder anfängst zu pokern oder bei Tristan um Hilfe bittest. Ich werde das alleine hinkriegen, das ist mein Problem. Hast du mich verstanden? Ja, vollkommen verstanden. Ja, hallo, Herr Münzner. Andi Fritsch hier am Apparat. Das ist schon eine Weile her, wo wir gesprochen haben. Das ist richtig, ja. Ich wollte ganz einfach mal fragen. Okay, das dauert mir zu lange. Raus da. Raus, ich nehm's mir selbst. Komm, los. Schon klar, du bist der Typ mit der Knarre. Du wirst mich trotzdem nicht erschießen. Untersucht worden. Wie geht's Ihnen?
bin in Ordnung. Keine Anzeichen für einen akuten Schock. Wie geht's ihm? Den Arm haben wir im Griff, aber die Kopfverletzung. Er schwebt in Lebensgefahr. Aber er kommt doch durch. Wir müssen operieren, dann wissen wir mehr. Wir tun, was wir können. Und Sie gehen Sie nach Hause, ruhen Sie sich aus. Es gibt nichts, was Sie hier tun können. Wir melden uns bei Ihnen, sobald die Operation vorbei ist. Unaware that I'm tearing you asunder. There's a thunder in our hearts, baby. So much hate for the ones we love. Tell me we both matter, don't we? You. Natürlich, Gräfin, ich werde gleich. Sebastian? Was ist passiert? Ich muss sofort mit der Familie reden. Würdest du bitte allen Bescheid sagen? Ja, klar. Ist alles in Ordnung? Würdest du bitte alle zusammenrufen? Ja. Justus? Versuchen Sie bitte, Kim zu erreichen. Sie soll sich umgehend bei mir melden. Selbstverständlich. Sebastian. Was ist passiert? Spielen ist nichts anderes als ein kalkulierbares Risiko. Ach, das ist Blödsinn. Ich sage dir, wenn du einmal weißt, das Risiko nicht zu kalkulieren ist, dann hast du das Thema durch. Verstehst du, das ist... Naja, wenigstens hattest du Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Absolut. Willst du nicht reingehen? Ah, die Familie, die sollen ihre Katastrophen besser aufs Band sprechen. Ich hab das Gefühl, so mit der einen oder anderen Katastrophe hast du ja auch zu kämpfen. Das ist meine Assistentin, Martha, du weißt doch, bei der Modenschau. Neulich. Ja, ja, ich erinnere mich. War eine gute Performance, als sie Kim K.O. geschlagen hat. Aber verstehst du, sie übertreibt es ein bisschen. Ich finde, sie sollte sich mehr um mich kümmern. Mm. Ja, klar, natürlich. Was heißt ja klar? Ja, um dich. Was soll das heißen? Ich frage mich nur, so richtig passt sie hier irgendwie nicht rein. Sie hat mehr was von einer durchgeknallten Hummel oder so ein Maskottchen, oder? Weißt du, sie ist fast wie eine Außerirdische. Eigentlich, ja. Sie hat was Geniales. Genau, außerirdisch genial. Sie arbeitet perfekt, aber... Ja, also als Frau ist sie auf jeden Fall eher speziell. Naja, eine Frau ist sie nicht. Nee. Hm. Ja. Wir sind hartnäckig. Ja, was gibt's denn? Ein Angestellter der Schweizer Bank hat mir Kopien der Transaktionsunterlagen verkauft, was Ansgar diesmal nicht mitbekommen hat. Damit habe ich jetzt endlich die Beweise. Und zudem auch die veruntreuten Gelder. Unfassbar, dass Ansgar diese Krise nur vorgetäuscht hat. Wir könnten alle noch unsere Sparten haben. Du deine Immobiliensparte, ich Lahnstein Entertainment. Und du hast das die ganze Zeit gewusst, Elisabeth? Nein. Nein, nein. Ich bin es ja gewohnt, in dieser Familie das Schlusslicht in Sachen informationslos zu sein, aber... Könnt ihr das Lamentieren mal sein lassen? Das bringt uns doch nicht weiter. Wieso hast du dich nicht gemeldet? Ich habe mir Sorgen gemacht. Warum mich? Oder vielmehr darum, was aus dir wird, wenn Ansgar keinen Erfolg hat? Du bist immerhin der Vater meiner Tochter. Was dich nicht davon abgehalten hat, mir einen Peilsender unterzujubeln, damit er mich auch ja findet. Und erzähl mir bitte nicht, du hättest nichts von der Waffe gewusst. Er war bereit, mich umzubringen. Sebastian, ich will jetzt wissen, was passiert ist. Was weiß ich? Er hatte alles. Er hatte die Beweise, das Geld und er wollte fliehen. Da ist eine Explosion gegeben und die Beweise sind verbrannt. Und was ist mit Ansgar? Er liegt jetzt im Krankenhaus. Ach, und das erzählst du so nebenbei?
Sag mal, spinnst du eigentlich? Du erzählst dir lang und breit, was Ansgar die ganze Zeit getan hat. Ich will jetzt wissen, was mit ihm ist. Er wird gerade notoperiert. Das kommt davon, wenn man zu hoch pokert. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Wieso hat er eine Notoperation? Weil er schwerwiegende Kopfverletzungen hat. Mehr weiß ich auch nicht. Wir müssen abwarten. Ich denke, wir haben noch einiges zu besprechen, vor allem, wie es hier weitergeht. Aber ich denke, wir sollten das nebenan klären. Das ist eine Familienangelegenheit. Wenn du uns bitte entschuldigst. Er soll ihm das Geld ja auch gar nicht leihen. Guck mal, er könnte sich doch bei Brandnerbau einkaufen, da irgendwie investieren. Ja. Für Tristan ist Andi aber nicht investitionswürdig. Und wenn du ihm die Lage noch mal erklärst? Ich meine, es soll doch sowieso alles korrekt ablaufen. Andi will ja nichts geschenkt haben. Das weiß ich. Und wenn du dich über Andis Wunsch hinwegsetzt und mit Tristan redest? Gegen seinen Stolz. Du weißt schon, dass es nach hinten losgehen kann. Ja, aber es geht ja auch um deinen Job. Olli, für mich wäre das doch okay. Aber bei Brandnerbau, da arbeiten so viele Familienväter. Du hättest Dieter mal sehen sollen heute, der war außer sich. Ich meine, das sind eh schon keine Besserverdiener, ja? Für die bricht gleich eine Welt zusammen. Dann rette die Welt. Oder versuch es zumindest. Um sein Konto in Liechtenstein aufzulösen, brauchte ich Ansgars Personalausweis. Und einen Fingerabdruck. Den Personalausweis habe ich mir aus seiner Suite geklaut. Und den Fingerabdruck von einem Whiskyglas genommen. Es gibt also eine Methode, mit der man Fingerabdrücke kopieren kann, indem man sie auf einen Klebestreifen überträgt, dann auf seinen eigenen Finger klebt und... Ich habe den Film auch gesehen. Mhm. Also ich habe das immer noch nicht richtig verstanden. Hast du dann deine Haare dunkel gefärbt, ein bisschen Gel reingeschmiert und sahst auf einmal aus wie Ansgar? Ja, so ähnlich. Ich bin nach Liechtenstein gefahren, habe mich als Ansgar ausgegeben und sein Konto leergeräumt. Ein perfekter Plan. Fast perfekt. Ansgar liegt im Krankenhaus und man weiß nicht, ob er überlebt. Das war ein Unfall. Ich habe das nicht gewollt. Das wissen wir, Sebastian. Was ist, wenn er wieder da ist? Ich meine... Ohne Beweise ist er doch an ein paar Tagen wieder auf dem Chefsessel. Bei dem Gedanken wird mir ganz schlecht. Ich hoffe, du willst ihn nicht wieder davonkommen lassen. Er muss jetzt erstmal überleben. Ja. Und das Geld? Was machst du mit dem Geld? Das Firmeneigentum. Ich werde es natürlich zurück ins Unternehmen führen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das hier unter uns bleibt. Ja, natürlich. Nichts von dem, was hier besprochen wurde, ist für Außenstehende bestimmt. Ist das klar? Das ist ja wohl selbstverständlich, oder? Und was jetzt? Ansgar ist straffällig geworden. Damit gilt sein Vertrag als aufgelöst. Ich werde also, wenn niemand etwas dagegen hat, die Führung des Unternehmens übernehmen. Ab sofort. Das ist gut. Ich bin sehr froh, Sebastian, dass du endlich die Nachfolge deines Vaters antrittst. Das ist deine Aufgabe. Wird Zeit, dass du den Laden übernimmst. Also als Frau ist sie auf jeden Fall eher speziell. Naja, eine Frau ist sie nicht. Frau ist sie nicht. Dreaming only of the days ahead. Wanted and wished for more than now. All the days behind, you waste your time. Picture makes a prime. Arschloch! Let's it be broken. The picture makes a promise, the flesh. Let's it be broken. Da bist du. Hm.
denn jetzt wieder? Ich bin wirklich kein Fan von deinem Cousin, aber das ist... Ihr wisst noch nicht mal, ob er wieder aufwacht? Nein. Aber du hast eben schon so bedrückt ausgesehen. Also jetzt sag schon, was ist los? Nichts, schon okay. Jetzt komm schon. Gut, die Krise bei Brandenbauer ist noch nicht vorbei. Was du nicht sagst. Komm schon, Tristan. Andi ist wirklich nicht schuld. Nein, natürlich nicht. Weißt du, es gibt sogar einen Auftrag, den Ausbau von einem Hotel. Ja? Ich meine, wir hätten gute Chancen, den zu bekommen, wenn er an der Ausschreibung teilnimmt. Das ist gut, freut mich. Okay, also pass auf, wenn wir den Auftrag kriegen, dann müsste man in Vorleistung gehen. Also Materialkosten und neue Leute einstellen und naja. Dafür fehlt natürlich das Geld. Lass uns doch nicht Geld sagen, sondern vielleicht Kapital. Ich hoffe, du redest jetzt nicht von meinem Kapital, weil das Gespräch haben wir letzte Woche schon geführt. Tristan, es geht hier um meine Kollegen. Verstehst du? Keiner erwartet von dir irgendwelche Almosen oder irgendwas. Aber du bist doch Geschäftsmann und das hier ist eine wirklich, wirklich gute Investitionsmöglichkeit. Ich dachte eigentlich, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich halte Andi nicht für einen Manager, geschweige denn für einen guten. Und ich kann's nicht glauben, dass er dich schon wieder auf mich angesetzt hat. Das hat er auch nicht. Er wollte nicht, dass ich mit dir rede, aber... Weißt du was? Ich muss noch ein paar Sachen wegen der Getränkelieferung erledigen. Wir sehen uns gleich beim Essen, ja? Warum schaust du mir beim Händewaschen zu? Ich habe eine Frage. Ach so, wir haben noch was von der Seite. Anderes Thema. Pass auf. Wenn zwei, so wie du und ich, eng zusammenarbeiten, dann kann das mal passieren, dass du dich... dass etwas passiert. Passiert? Ey, du weißt, was ich sagen will. Du hast dich in mich verliebt. Das ist es. Das geht nicht. Wenn das der Arbeit in dem Weg steht, so wie jetzt gerade, dann ist Schluss. Was? Verstehst du das? Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 das, das war Kim. Kim? Ja, seit Emilio. Weißt du, das seitdem macht sie mir das Leben zur Hölle. Wie? Na, vorhin. Zum Beispiel, das, nur ein Beispiel. Das mit dem Henkel, das Kaffee, das war sie. Und ich weiß, das sollte eigentlich an mir abprallen. Und das versuche ich auch wirklich. Aber in so einem Klima zu arbeiten, das ist echt nicht einfach. Und da kann das schon mal passieren. Das ist komisch. Ich habe sie mir noch vorgenommen. Ja, das weiß ich. Du hast mit ihr geschlafen und das verstehe ich, weil sie brauchte auch Trost. Frauen! Ich habe nicht mit Kim geschlafen. Du reißt dich jetzt bitte zusammen. Ich habe keine Lust, dich rauszuschmeißen. Stellung kontrollieren ist eigentlich Ollis Job. Das machst du sonst auch nicht. Heute schon. Weil du dich nicht mit mir streiten willst? Bella. Ich möchte einfach nicht, dass Dutzende von Leuten ihren Job verlieren, obwohl es ein lukratives Angebot gibt. Ja, ich weiß, das ominöse Hotel. Es ist nicht ominös. Das machst du jetzt nicht schon wieder, oder? Andi. Ich hab dich darum gebeten, Tristan da rauszuhalten. Ja, aber nur wegen deinem blöden Stolz. Du hast es mir versprochen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich wollte helfen. Hast dabei aber nicht mitbekommen, dass keiner deine Hilfe will. Du gefährdest damit unsere Beziehung, merkst du das nicht? Ich verstehe einfach nicht, warum wir nicht wie erwachsene Menschen an einem Tisch darüber reden können. Weil es nichts zu reden gibt.
Ja, da hat Tristan ausnahmsweise recht. Jetzt spiel bitte nicht die beleidigte Leberwurst. Bella? So richtig, ob du mich hören kannst. Die Krankenschwester draußen wollte mir nicht sagen, was mit dir los ist. Ich habe aufgeschnappt, dass du im Koma liegst. Ansgar, du musst aufwachen. Du kannst mich nicht hängen lassen, nicht ausgerechnet jetzt. Verdammt, Ansgar. Oh, ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich für Juri keine Frau bin, sondern eher sowas zwischen Alien und Mutter. Keine Ahnung. Wenn ich weiterhin so tollpatschig durch die Gegend gehe, dann will er mich auch nicht mal mehr als seine Assistentin. Unsinn, Martha. Natürlich bist du eine Frau. Aber wenn du dir das weiter einredest, dann wird es auch irgendwann so sein. Hm? Schon mal davon gehört, die sich selbst erfüllende Prophezeiung? Sieh mich doch an. Ich bin eine Witzfigur. Ich meine, mein Liebes- und Sexleben, was ist denn das? Für Emilio war ich der größte Fehler seines Lebens und, naja, eher auch für mich. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Dass Juri mich toll findet? So wie ich aussehe? Martha, du bist wunderschön. Das bist du. Du hast eine tolle Figur. Also in mir gefallen deine Kurven jedenfalls. Und dazu bist du auch noch klug und warmherzig und witzig. Ich bin eine tollpatschige, durchgeknallte Hummel. Glückwunsch. Für mich siehst du eher aus wie eine heiße Biene. Ehrlich, dein einziges Problem ist, dass du dich in den falschen Kerl verliebt hast. Und das ist mir auch schon oft passiert. Echt? Bella, mach bitte die Tür auf. Tristan und Andi sind immer noch im Lager? Olli, das war ganz spontan. Ich meine, weißt du, plötzlich reden die auf mich ein und ich stehe da als böse. Ja, da hast du die beiden erstmal eingeschlossen. Das ist eine völlig normale Reaktion. Ich weiß einfach nicht, wieso man sich nicht mal ganz normal zusammensetzen kann und darüber in Ruhe redet. Wasser? Ja. Jetzt sitzen die beiden ja zusammen und reden. Du hast ihm ja keine andere Wahl gelassen. Glaubst du, die schlagen sich jetzt die Köpfe ein? Ja. Aber vielleicht hilft es, weißt du? Ich meine, jetzt müssen sie doch miteinander reden. Also, ich will es hoffen. Passt nicht. Gibt's denn hier irgendwo Werkzeug? Ich meine, das hier ist eine echte Notlage. Wenigstens da könnten sie mal ihren Kleinkrieg vergessen. Ja, eben. Ich meine, wegen ihrer persönlichen Ressentiments werden gleich zig Leute arbeitslos. Mindestens verhungern wir hier nicht. Vielleicht geht's doch, dass sie jetzt mal normal reden, oder? Charlie hat so eine Nummer auch mal abgezogen, als Christian und ich damals unsere Ehekrise hatten. Wir haben uns stundenlang nur angeschwiegen, das war nicht schön. Also, lass die beiden frei, sofort. Du bist auf der falschen Seite. Du meinst andersrum? Nein. Nein, warte! Ich hab einfach im Gefühl, dass sie sich zusammenraufen. Wir kommen hier schon raus. Ja, je eher, desto besser. Fangen wir mit dem Exorzismus noch mal von vorne an. Zerreißen. Nee.
das hier ist ein verdammt selbstgefälliger, immer cooler Typ mit einer ziemlich zwielichtigen Vergangenheit und einem ernsthaften Aggressionsproblem. Er hat dich gewürgt, als du ihn geweckt hast. Das ist doch nicht normal und besonders sexy ist das auch nicht. Also, mit anderen Worten, dein Juri ist überhaupt nicht so toll. Naja. Komm. Komm. Zerknüll es wenigstens. Yes. Und? Besser? Martha, du bist viel zu toll, ohne Mann hinterher zu rennen, der dich nicht will. Da draußen, da gibt's tausend bessere Männer. Dana, es ist mir aber egal, ob da 30.000 bessere Männer rumrennen. Was ist eigentlich mit dem Datingportal? Was soll damit sein? Naja, hast du dich da angemeldet? Ja, aber komplett sinnlos. Mit anderen Worten, du hast überhaupt gar nicht reingeguckt. Nö. Was tut man, wenn man einen Typen aus dem Kopf kriegen will? Man lenkt sich ab mit anderen Männern. Na komm, guck's dir wenigstens mal an. Nee. Los! Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. So anderen Typen schreiben. Da melden sich Männer an, weil sie wollen, dass Frauen ihnen schreiben. Das ist der Sinn der Sache. Hopp. Baby, du bist heiß. Ja. Ach, okay. Ah. 12 Männer haben Interesse an dir. 12? Wow. Wow! Okay, ich hole sie jetzt raus. Das hat sich gerade erledigt. Ich wollte gerade zu euch kommen. Ich komme morgen rum und baue das Ding wieder ein. Okay. Mach so einen Blödsinn nie wieder. Ja, es ist schon spät, deshalb mache ich es kurz. Ansgar hatte bedauerlicherweise einen Unfall und wird auf unbestimmte Zeit seinen Verpflichtungen hier nicht nachkommen können. Daher werde ich als ein Stellvertreter mit sofortiger Wirkung die Führung der Lahnstein Enterprises übernehmen. Das heißt, alle wichtigen Entscheidungen wandern ab sofort über meinen Tisch. Ansonsten würde ich euch natürlich bitten,
das Tagesgeschäft so fortzuführen, wie ihr das gewohnt seid. Ich habe da vollstes Vertrauen in euch. Sollen wir unseren Abteilungen Bescheid geben? Nein, nein, nicht nötig. Ich werde gleich noch ein Memo an alle Mitarbeiter rumschicken. Das war's dann für den Moment. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Läuft das Tagesgeschäft für mich auch weiter? Ach ja, du bist ja nur noch angestellte Geschäftsführerin bei LCL. Bist ja gar keine Teilhaberin mehr. Ohne mich ist die Firma nichts. Das wird die Zeit zeigen. Du bist hiermit entlassen, keine Sorge. Nicht fristlos. Du hast einen Monat, um eine glaubwürdige Erklärung dafür zu liefern. Sagen wir, für deine berufliche Neuorientierung. Deine private Rache ist sowas von erbärmlich. Ich treffe meine Entscheidungen zum Wohle der Firma und der Familie. Und nur darum. Du bist genau wie dein Vater, Sebastian. Und genauso bigott wie er. Und du kennst nur eine Loyalität, die zu dir selbst. Aber von einer Führungskraft erwarten wir in diesem Unternehmen ein bisschen mehr. Wie war es wirklich? Was ist auf dem Bahngelände passiert? Du musst wieder aufwachen, Ansgar. Bitte wach wieder auf. Ansgar hatte eine Waffe. Du warst da? Gab es einen Streit, einen Kampf? Nein. So ein Unfall? Ich kenne dich, Sebastian. Du verschweigst irgendwas. Du kannst gut schlafen.